Hallo, ich mache jetzt mit einem Ford Focus, der da hinten steht, einen Verkehrszeichentest. Also ich trete gegen das Auto an. Wer schneller das Verkehrszeichen erkennt, es geht um Tempolimit, es geht um Überholverbot und die Aufhebung von dem gleichen. Und wir schauen, wer gewinnt. Also ich bin mir sicher, ich gewinne, aber egal. Das ist mein Konkurrent. Okay, los geht's. Lasse die Spiele beginnen. 50. Ein lustiges Vergleich. 80er Beschränkung und Überholverbot. Rechts ist, ja. Also auf jeden Fall links ist 30er Beschränkung. Ja, zu rechts sage ich jetzt gar nichts. 100, so schnell werde ich jetzt nicht fahren. 100, so. Okay. Zwei. 30er Beschränkung. 2000. Also wir dürfen nicht schneller als 2000 fahren. Das wird echt schwierig. Oh, was ist das? Keine Ahnung. Überholverbot wieder. So. Auf der linken Seite eine 30er Beschränkung. Die werden wir einhalten und ein bisschen langsamer fahren. Ach, die haben wir noch 30 aus. 30er Beschränkung. Ja, da hat sich das Team mir einiges einfallen lassen, Ablenkungen. Besonders gut war der Geist. Ich bin ja jetzt schon neugierig, wie es ausgehen wird. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich gewonnen habe. Aber werden wir ja gleich sehen. Ja, jetzt sehen wir gleich das Ergebnis. Also ich bin sehr, sehr neugierig, wer gewonnen hat. Gut, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Aber ich nehme das hin. Er war ein bisschen besser als ich. Ah, die Ablenkungen, es ist sicher recht praktisch, wenn man es hat, aber dafür war ich zwei, dreimal schneller. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen üben.